Ich bin Christoph Fellinger und ich bin hier bei Beiersdorf zuständig für das Thema Employer Branding, also die Arbeitgeberpositionierung und Kommunikation und für das Personalmarketing, also junge Menschen, ältere Menschen, Menschen auf Beiersdorf als Arbeitgeber aufmerksam zu machen. Der teilt sich eigentlich in sowohl die Arbeit im Büro, das heißt viele internationale Konzepte, die ich mache für die Tochtergesellschaft mit den Tochtergesellschaften. Entstehen natürlich hier im Hauptquartier in Hamburg. Ich habe das Glück aber, dass ich selber dann auch vor Ort sein kann bei Karriereveranstaltungen und im Prinzip das, was ich mir ausdenke, auch in der Tat sehe und da vor allem ganz wichtig Kontakt zu Absolventen habe, zu Studenten habe und so die Gelegenheit habe, am Puls der Zeit auch zu sein. Ganz ehrlich, als ich damals angefangen habe, habe ich in den ersten Tagen oder Wochen bestimmt auch gedacht, Mann, 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 das ist aber ein ganz schön großes Paar Schuhe, mit denen du hier rumläufst. Das war schon auch eine verunsicherte Situation, weil ich auch ganz alleine für einen neuen Bereich zuständig war. Nach einer Weile hat sich das gegeben und es ist dem gewichen, dass ich das eigentlich ganz klasse fand, dass ich selber was aufbauen konnte, so wie ich mir das vorstelle. Also als ich vor gut 12 Jahren in den Job eingestiegen bin, muss ich sagen, war das nach meinem Empfinden alles noch viel einfacher. Ich habe meinen ersten Job dadurch bekommen, dass ich eigentlich ein Praktikum nur gesucht habe, um die Zeit bis zur Diplomprüfung zu überbrücken. Und statt des Praktikums ist es dann ein Jobangebot geworden. Und auch die Praktika, die ich gesucht habe, das war über Kontakte zu Firmen dann relativ einfach zu bekommen. Ich habe das Gefühl, heute ist es alles wesentlich schwieriger, muss weitaus mehr geplant werden, wenn man wirklich eine gute Karriere machen möchte. Wenn ich jetzt mich coachen sollte als Berufseinsteiger, hätte ich gesagt, pass auf, sprich erstmal ganz viel mit anderen Leuten, was sie eigentlich erwarten, was du auf der Position machen sollst oder leisten sollst. Wann ist das für sie ein Erfolg? Um einfach so einen Eindruck zu haben, wo stehen die Leute, wie viel wissen sie und welche Erwartungen sind eigentlich da, dann kann man viel leichter damit umgehen. Also zum einen bin ich immer wieder erstaunt, mit welchem Selbstbewusstsein, durchaus gerechtfertigtem Selbstbewusstsein, ganz junge Bewerber und Studierende mit mir sprechen. Das finde ich toll, finde ich klasse. Und das ist auch so ein Stück weit dieses Selbstbewusstsein, was es erfordert, wenn man dann in einen Job startet, weil das Geheimnis ist, man muss sich den Job zu eigen machen. Das muss aus einem selber rauskommen. Dann ist man auch gut. Vielleicht kommt auch dieses Selbstbewusstsein oder dieses Wissen, ich schaffe das schon, daher, dass das Thema Informationen, sich Informationen beschaffen, damit umgehen, viel einfacher geworden ist. Und Bewerber auch mit einem ganz anderen Wissensstand in Unternehmen reinkommen, haben sich im Zweifelsfall schon vorher darüber informiert und wissen auch über den Bereich, in den sie wollen, im Zweifelsfall schon ziemlich genau Bescheid. Wenn einer von den Bewerber oder wenn Bewerber uns Mäuschen spielen würden und gucken würden, wie ist das hier jetzt eigentlich, glaube ich, würden sie sehen, das, was Beiersdorf auszeichnet, wirklich so ein hohes Maß an Kooperation zwischen denen und Offenheit zwischen den Mitarbeitern ist. Also ich habe in meinem Job zum Beispiel ganz viel mit den Fachabteilungen zu tun, die ich immer versuche, mit mir auf Karriereveranstaltungen zu ziehen. Und die haben alle nicht auf Arbeit gewartet, aber es ist trotzdem eine Riesenbereitschaft da, mich zu unterstützen und mit mir zu kommen oder mir Präsentationen oder sonst was mit an die Hand zu geben. Das ist super. Und das Zweite, glaube ich, was Sie sehen würden, ist, dass wir, das finde ich wirklich, was nicht so ausgezeichnet, ein ganz nahbares Management haben. Das heißt, dass es hier über Hierarchien einfach ist, Kontakt zu haben, beziehungsweise über das Arbeiten kommt man sehr schnell auch bis in Kontakt auch mit hohen Ebenen.
die damit überhaupt gar kein Problem haben. Also so abgeschirmtes Elfenbeinturmmanagement gibt es bei uns nicht. Würde ich Bewerbern empfehlen. Macht euch schlau über das Unternehmen, bei dem ihr euch bewerbt. Macht eure Hausaufgaben, checkt alle Quellen, die euch zur Verfügung stellen und stellt den Leuten Fragen. Also nutzt ein Bewerberinterview nicht oder versteht ein Bewerbungsinterview nicht als eine einseitige Sache, wo die was über euch erfahren wollen, sondern es ist eure Chance, auch was vom Unternehmen zu erfahren, bevor ihr da einsteigt. Und das ist eine super Chance und die sollte man nicht vergeben.